Kontakt in 3, 2, 1. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. Ja, gut, wir werden mit dem guten Freund Doktor sprechen. Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Gern geschehen. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Tja, zum Glück kenne ich da eine andere Ärztin, die das etwas anders sieht. Tja, okay, dann, ich gehe dann auf jetzt. Wiedersehen. Leben Sie wohl, Commander. War nett, Sie kennenzulernen. Ich glaube, Ausrüstung brauche ich keine. Aufstocken müssen wir da, glaube ich, auch nichts. Das heißt, wir gehen jetzt, um den guten Fist zu festen. So. Zum Präsidium. Zum Präsidium wollen wir nicht. Commander Shepard? Hallo, Commander Shepard? Oh, Frau Wong. Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Ja, aber sicher. Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Okay. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Laut Ihrer Akte haben Sie Akuse überlebt, während alle anderen Ihrer Einheit getötet wurden. Wenn jemand die übelsten Elemente auf der Zitadelle finden und das überleben kann, sind Sie das. Okay, es geht mir also an den Kragen, oder wie soll ich das verstehen? Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Okay. Klingt wie eine gute Sache. Wenn ich Informationen finde, bekommen Sie sie. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Da bin ich mir jetzt auch gar nicht mal so hundertprozentig sicher. Aber das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Da ist wieder ein Taxi. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Upgrades, okay. Keeper? Ist das wirklich? Wow, Sie sind es! Wow! Ich bin es. Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Aber es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Das freut mich ganz meinerseits. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Naja, also 5 oder so. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Warum nicht? Für einen Fan tue ich alles. Hier. Danke! Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Ich weiß nicht, bei deiner Art würde ich dir auch gern mal eine einschenken. Ob das mit ausgeben gemeint ist, bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher.
Das ist... Hallo, Korban? Commander? Ich habe nicht erwartet, Sie noch einmal zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Fangen Sie am besten mit der Wahrheit an, Korban. Ich weiß gar nicht, worauf Sie anspielen. Meine Experimente sind... Wir glauben Ihnen kein Wort. Yalit hat uns erzählt, dass Sie ihn verfolgen. Sie haben mit Yalit gesprochen? Dann wissen Sie von den Daten? Von welchen Daten? Nein, aber Sie werden es mir gleich sagen. Alles. Ihr könnt gehen, Jungs. Anscheinend haben sich meine Pläne gerade geändert. Ich bin nicht so übel, wie Sie glauben, Commander. Yalit und ich waren nur... verschiedener Meinung. Worüber? Nur weiter. Das Unternehmen, für das wir arbeiten, hat ein experimentelles Verfahren für den Einsatz in medizinischen Scannern entwickelt. Aber Yalit und ich haben ein noch viel größeres Potenzial darin gesehen. Also haben wir die Pläne gestohlen und heimlich ein Gerät entwickelt, um die Keeper zu scannen. Können Sie sich das vorstellen? Ein Gerät, mit denen man die Keeper auslesen kann. Ja, und? Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Sie haben es selbst gesehen, Commander. Und sie wissen, dass wir es schaffen können. Das mag ja sein, aber was ist mit deinem kleinen Volos-Freund? Warum wollen Sie Ihren Partner töten? Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalits Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht, um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Es? Also wollen Sie nur wiederhaben, was Yalit gestohlen hat. Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Commander, wenn Sie für mich weitere Daten sammeln würden, stellen Sie sich vor, was wir alles lernen könnten. Und es wäre auch eine Gelegenheit, einen großen Profit daraus zu schlagen. Es geht nicht um Profit. Das Wissen finde ich okay. Profit. Wissen und Profit ist blöd. Ich werde keine Gesetze brechen, um für Sie zu forschen. Geben Sie zurück, was Sie gestohlen haben, oder ich werde Sie verhaften lassen. In Ordnung. Ich habe es verstanden. Also dann, keine Scans mehr. Versprochen. Aber Yalit hat natürlich noch die Initialisierungsdaten. Ich bezweifle, dass er sie zurückgeben will. Ich kümmere mich schon um Yalit. Commander? Das war jetzt sehr vorbildlich. Ich weiß noch nicht, ob das sehr klug war. Huch, Laderuckler. Sieht geschlossen aus. Fist weiß das. Huch! Vorsicht! Headshot! Ich bin dran. Schwierige Sache hier. Oh, oh, oh. Stehen bleiben, kommen Sie nicht näher. Warum nicht? Die echten Wachen müssen tot sein. Zurück oder wir schießen! Dies wäre ein guter Zeitpunkt, sich einen neuen Job zu suchen. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Ja, aber sowas. Ich habe Fist sowieso nie gemocht. Es wäre schneller, sie einfach umzubringen. Leute zu erschießen ist nicht immer die beste Lösung.
habe ich hier unten eigentlich? Ich habe noch die Überlastung. Überlastung klingt doch super. Die legen wir mal auf die 5. Das dechiffrieren wir zwischendrin, haben wir die Zeit zu dechiffrieren. So. Alles mitnehmen. Warum muss ich immer alles selber machen? Zeit zu sterben, kleine Soldaten. Was? Töten Sie mich nicht! Ich gebe auf! Ja, clever. Wo ist die Quarianerin? Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er nutzt Ihnen jetzt nichts mehr. Lassen Sie mich ihn töten. Warten Sie! Warten Sie! Ich weiß nicht, wo die Quarianerin ist, aber ich weiß, wie Sie sie finden können. Die Quarianerin ist nicht hier! Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Von Angesicht zu Angesicht? Unmöglich. Selbst ich wurde von einem Agenten angeworben. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Das ist aber... eine sehr blöde Idee. Nennen Sie den Ort, sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit Ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Was machen Sie? Ich soll ihn für den Shadow Broker töten. Und ich erledige meine Jobs. Na, aber wenn er sich ergeben hat, ist es okay. Sie erschießen keine unbewaffneten Gefangenen. Wie viele sind wegen ihm gestorben? Er hat es sich selbst zuzuschreiben. Außerdem haben wir was Dringenderes zu erledigen. Die Quarianerin stirbt, wenn wir jetzt nicht gehen. So viel Zeit muss sein. So, das nehmen wir alles mit. Aha. Das haben wir auch mitgenommen, was da am Boden lag. Da hinten geht's nicht raus, okay. Habe ich mich jetzt hier heilen müssen? Okay, das war jetzt auch sehr ungestüm. So, da ist der grüne Punkt. Nein, der grüne Punkt ist ein Aufzug. Ich muss sie finden in den Gängen, in den Bezirken, hat es geheißen. Und da ist ein Ausrufezeichen und da unten ist die Quarianerin. Haben Sie sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. Toughes Mädel. Fist hat mich reingelegt. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen kann. Sind Sie verletzt?
kann auf mich aufpassen. Aber ich weiß Hilfe zu schätzen. Wer sind Sie? Ein Freund. Ich heiße Shepard. Ich suche Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Dann kann ich Sie jetzt für meine Rettung belohnen. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Wir könnten Sie zur Botschaft der Menschen bringen. Ihr Botschafter wird Sie ohnehin sehen wollen. Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele? Wer ist das? Eine Quarianerin? Ja. Was haben Sie vor, Shepard? Ihr die Maske vom Schädel zu reißen, ihr den Raumanzug aufzureißen und sie hemmungslos. Nein! Ihnen den Tag retten. Sie hat Informationen, die Saren mit den Geth in Verbindung bringen. Wirklich? Vielleicht fangen Sie lieber von vorn an, Miss. Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise, meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Du bist also noch ein Teenie-Mädchen. Davon habe ich ja noch nie gehört. Es ist eine Tradition bei meinem Volk. Wenn wir erwachsen werden, lassen wir die Schiffe unserer Eltern und unseres Volkes zurück. Allein suchen wir nach den Sternen und kehren erst zur Flottille zurück, wenn wir etwas von Wert gefunden haben. So können wir beweisen, dass wir es wert sind, erwachsen zu sein. Soll ich jetzt hier wirklich ein Teenie-Mädchen bei mir umschleppen? Etwas von Wert? Nach was für Dingen suchen Sie denn? Das können Ressourcen wie Nahrung oder Treibstoff sein, neue nützliche Technologien oder Wissen, das der Flottille das Leben erleichtern kann. Durch unsere Pilgerreise beweisen wir, dass wir etwas zur Gemeinschaft beitragen können und keine Last für unsere beschränkten Ressourcen sind. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben. Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geth erschaffen. Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern. Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Okay, und er hätte gerne ein Rohr. Dafür gibt's kleine blaue Pillen. Er sagte, Eden Prime hätte seine Suche nach der Röhre einen Schritt vorangebracht. Kann sich jemand vorstellen, was er damit meint? Die Röhre muss irgendetwas mit dem Sender zu tun haben. Vielleicht geht es um proteanische Technologie, wie eine Waffe. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Was zum Fick ist ein Reaper? Ist das eine neue Form außerirdischer? Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht. Dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geth das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Und es ist halt eine Religion. Was hat Religion mit weit hergeholt oder weit weg zu tun? Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geth verehren die Reaper als Götter, als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Naja. Sagen, Mythen, Legenden, Religion, bei dem Rat. Viel Spaß. Die Reaper sind eine Gefahr für jede Spezies im Zitadellraum. Wir müssen es ihnen sagen. Was sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr?
der Quarianerin? Mein Name ist Tully. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Ich dachte, Sie wären auf einer Pilgerreise. Die Pilgerreise beweist, dass wir uns für das Allgemeinwohl einbringen wollen. Was sagt es wohl über mich aus, wenn ich diese Sache ignoriere? Saren ist eine Gefahr für die gesamte Galaxie. Meine Pilgerreise kann warten. Ja, gut, dann herzlich willkommen an Bord. Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. So, okay. Okay, sie ist da sehr lastig, was das angeht. Und das heißt, ich bräuchte ein bisschen Kampferfahrung, ein bisschen Technik. Das wäre dann hier unser Rex. Wobei es eigentlich ziemlich egal ist. Gut, jetzt sind wir techniklastig. Und machen wir so. Ist egal. Garrus hat es, glaube ich, am ehesten verdient. Universalgel, Tritrautralablob. So, ausrüsten muss auch sein. Oh. Nach den Kämpfen. Für mich Pistole. Die sind alle schlechter als was ich habe. Okay. Das müssen wir uns dann nachher nochmal genauer anschauen. Tully kriegt auf jeden Fall eine bessere Pistole als sie hat. Und Rex kriegt eine Schrotze, die besser ist als die, die er hat. So, was haben wir denn hier? Mittelschwer Turianer. Okay, leicht Mensch. Da haben wir nichts, da haben wir nichts. Präzisionsgewehr, Pistolen, Schrotzen. Haben wir da noch irgendwas Interessantes? Kampfsensor 2. Aber Panzerbrechen 2 könnte ich tauschen gegen Radioactive, gegen Synthetik mehr, gegen da. Die lassen wir. So, Rex auf deiner Schrotze. Verbessertes Visier und du kriegst Radioaktiv 2. Bei Tully weiß ich gar nicht, was sie wirklich so häufigsten einsetzt. Müsste normalerweise eigentlich auch Pistole oder auch Schrotze sein. Kriegst einen Kühlkörper und du kriegst Reißermunition. So. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Was kannst du denn? Du kannst Pistole, Schrotze kannst du erst später. Okay. Du hast momentan Sturmgewehr und kannst auch später auf die Schrot. Okay, die sind beide Sturmgewehr, dann... Nein, ach, ich muss auch noch, Level. So, das heißt, ihr braucht beide hier Sturmgewehr technisch was Besseres. So. So.
Gut, damit wäre das alles ausgestattet, ausgerüstet. So. Und dann hieß es, ich habe noch 2 Punkte. Heben freigeschaltet und heben lernen. Finde ich auf jeden Fall gut so. So. Die sind jetzt auf zum Rad. Ja, dann laufen wir da doch mal. Entschuldigung, Commander Shepard. Commander Shepard, ja, hab ich. Mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Warum? Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Okay. Es kann keinen guten Grund geben, dass Sie den Leichnam Ihrer Frau nicht freigeben. Warten Sie bitte hier. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Ja, also das, die Zeit haben wir auf jeden Fall. Das machen wir. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, welche Keeper ich schon gescannt habe, welche nicht. Also hier drüben habe ich, glaube ich, sie alle gescannt. So, Herr Bosker. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Das wird sich gleich ändern. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ja. Ja, ein Mann namens Samish Bhatia hat Probleme damit, den Leichnam seiner Frau zu bekommen. Ah, Mr. Bhatia. Ein guter Mann in einer frustrierenden Lage. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie ihn Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir ihre Leiche. Mhm. Sie glauben, dass ihr Leichnam kontaminiert oder auf andere Weise gefährlich sein könnte? Nein, Commander. Von Nirali Bhatia geht keine Gefahr aus. Der Körper ist vielmehr sehr wertvoll für die Allianz. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Es ist trotzdem so nicht richtig. Ich verstehe Ihr Interesse, aber es ist nicht richtig, den Leichnam zu beschlagnahmen. Commander, gerade Sie sollten wissen, wie weit wir gehen müssen, um die Menschheit zu schützen. Die humanitären Werte haben immer noch Priorität und es ist mein Job, dafür zu kämpfen. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bhatia loszuwerden und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Das ist auch besser. Sagen Sie Samish, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Bitte. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Tu das. So. Ich meine, strategisch mag das nicht die cleverste Wahl gewesen sein, aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört? Ja. Ich habe Mr. Bosker verdeutlicht, wofür wir wirklich kämpfen. Ihre Frau kommt nach Hause zurück. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. Ah, Stufenanstieg. Nehmen wir mit. So. Das erweiterte Werfen. Und dann hätte ich auch gern ein bisschen mehr in der Barriere drin. Ach, die anderen dürfen ja auch. Der hat die Schrotflinte freigeschlagen und Tali hat einen Schildboost. Sehr gut, sehr gut. Das freut mich närrisch. Das ist jetzt hier bloß Perspektive wechseln und. Ach, er rennt schon. Das andere ist nur noch langsamer gehen.
Jetzt mal eine blöde Frage, wie viele von den oder haben wir das jetzt schon? Ungewöhnliche Signale, System, Asari-Konsorten. Sie haben entschieden, dass es das Beste ist, wenn die Keeper gar nicht mehr gescannt wird. Das war vielleicht eine voreilige Entscheidung. Okay, gut, aber das hat sich dann damit erledigt. Die meisten Keeper dürfte ich auch gehabt haben. Definitiv nicht alle. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Was? Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und Sie verstoßen gegen Zitadellgesetze. Warum? Diese Person ist sich nicht sicher, warum man nicht will, dass das Wort der Entflammten verbreitet wird. Der Entflammten? Okay. Also, das werden wir jetzt dann auch noch klären, was das mit dem Wort der Entflammten so auf sich hat, aber nicht mehr heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich beende den Part an der Stelle und sage Tschüss.